So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute mal wieder auf dem Messegelände in Hannover. Es gibt gleich eine geballte Ladung Technik, aber kurz nochmal vorab. Wir haben mit Philipp von der Messe ein Video gemacht. Wir blenden hier mal eine kleine Infokarte ein. Und zwar, wenn ihr weiterhin über die PS Days informiert sein wollt, die ja leider jetzt erst nächstes Jahr stattfinden, haben die jetzt einen YouTube-Channel und dort wird es auch hier und da ein paar interessante Videos rund um die Messe und natürlich zu allen Ausstellern und so weiter geben. Also, wenn ihr Bock habt, einfach draufklicken und schon seid ihr auf dem neuesten Stand. Und einfach kleines Dankeschön, dass wir einfach auf dem Gelände hier immer vor Ort sein dürfen. So, jetzt haben wir heute das Team Rühle Racing am Start mit Olli. Moin, hallo. Dem Fahrer, Schrauber und allem quasi, ne? Ja. Und wir quatschen einfach mal über euren Golf 2. So, dieses Video wollten wir eigentlich schon länger immer mal gemacht haben, kam nur immer wieder irgendwas dazwischen. Ja, wir hatten ja viele Probleme in der letzten oder in der jüngeren Vergangenheit, dass das Auto mal wieder nicht lief und so weiter und so weiter. Mhm. Und die Vorbereitung zur Late Night haben dann doch relativ viel Zeit gefressen und dementsprechend... Gefühlt habt ihr auch noch dreimal alles umgebaut, ne? Ah, es ist noch einiges umgebaut worden, ja, das stimmt schon. Also der Motor war in der Zwischenzeit dann nochmal wieder zweimal draußen und dann hat er ja das neue Getriebe noch bekommen, wobei das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Aber wir hatten das ja alles noch nicht wirklich getestet und mussten noch viele Einstellarbeiten vornehmen und so weiter. Und so, deswegen. Wir fangen mal an. Basis. Basis Golf 2 Synchro. Genau, Basis ist ein Golf 2 Synchro ohne Schiebedach, ein originaler Dreitürer. Da kam dann der R32 Turbo rein. Da war tatsächlich schon der R32 Turbo drin. Also als das Auto zu uns gekommen ist, war das schon ein R32 Turbo 4Motion von einem guten Bekannten von uns, der auch mit bei Later war. Mhm. Mit ungefähr 850 PS, glaube ich, hatte er damals. Dann hatte das Auto nach kurzer Zeit einen Getriebeschaden. Und ja. Dann ging's los. So, jetzt muss man einfach sagen, reines Rennauto, Viertelmeile-Auto. Ja, also mittlerweile ist es wirklich nur noch ein reiner Viertelmeilerrenner geworden. Wir wollten ursprünglich eigentlich mal das Auto noch mit Straßenzulassung bauen und eventuell auch für halbe Meile. Haben uns aber leider dann, was heißt leider, wir haben uns nachher dazu entschlossen, dass wirklich ein reiner Viertelmeilerrenner draus wird, weil sich das alles nicht so gut kombinieren lässt, leider. Ist ja auch so, ne? Muss ich auch erstmal lernen, dass wenn man es dann kompromisslos für die Viertelmeile bauen kann, ne? Ja. Nimmt man sich halt viele Probleme einfach vorab schon mal einfach weg. Ne? Richtig. So. Und diese viele wollen immer so diese Mischung, Viertelmeile-Auto und Straßenauto. Man hat aber eigentlich noch mehr Ärger am Ende, versucht irgendwie so und kann halt einfach nicht radikal. Scheinwerfer weg, hat endlich Platz für einen großen Kühler. Richtig, und so genau. Weiter. Ne? Ja, so. Und dann gibt es ja auch noch die Abstufung zur halben Meile. Du kennst das ja selber, das Thema mit Marius. Das ist ja dann auch wieder noch was ganz anderes. Ja, ganz ja, klar. Mit unserem natürlich. Getriebe könnten wir keine halbe Meile fahren. Das ist zu kurz übersetzt und so weiter. Da kommt ja vieles zusammen. Als allererstes, warum machen wir dieses Video? Weil ich finde das extrem cool. Das ist ja, jetzt mal übertrieben gesagt, euer erstes Viertelmeile-Auto, was ihr gebaut habt? Richtig, genau. So, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ihr diesen Sport seit Jahren betreibt, ne? Nein. Trotzdem aber schon relativ erfolgreich wart jetzt. In kürzester Zeit. Unerwartet waren wir tatsächlich sehr erfolgreich. So, das heißt, theoretisch, ähnlich wie unser Ziel war, mit dem Golf 3 von Marius die 300 auf der halben Meile zu fahren. Golf 2. Golf 2, sorry. So viele Zahlen schon wieder im Kopf. So war euer Ziel mit diesem Golf 2, 8 Sekunden auf der Viertelmeile zu fahren. Ja, dazu muss man aber sagen, das Ziel, 8 Sekunden mit dem Auto zu fahren, hatten wir natürlich von Anfang an im Kopf. So, wir haben da wirklich viel Aufwand betrieben und wirklich leistungsstark gemacht, das Auto, um halt eine 8 damit irgendwann mal zu fahren. Genau. Dass das jetzt so schnell passiert. Das ist gleich auf dem ersten Event. Und gleich auf dem ersten Event. Natürlich hat man mal so ein bisschen rumgeblödelt, ja, wie toll wäre das denn, auf der Late Night beim ersten Mal eine 8 zu fahren. Aber dass das wirklich so passiert, da hätten wir im Traum nicht dran geglaubt. Ich muss dazu sagen, wir waren ja selber auch vor Ort. Das war schon so mit. Das, ich nenne es jetzt mal, spannendste Wochenende seit langem, so, ne? Weil ja wirklich ihr euch über einen Tag stetig verbessert habt. Ne? So, erster Lauf war 9,6, glaube ich, oder so im Dreh, was da gefahren ist. Nee, wir haben angefangen mit einer 11 irgendwas. Auch an dem Tag? Ja, auch an dem Tag. Und dann, ich hatte ja vorher noch nicht einmal einen Allradstart mit dem Auto. Und dann haben wir uns langsam vorgearbeitet, dann waren wir irgendwo bei einer 10,3. Dann bin ich ja mit dem Rick von Rad 48 zusammen die 9,6 gefahren. Das war da, das dachte ich, das wäre der erste Lauf gerade. Nee, das war dann schon deutlich später. Zwischenzeitlich mussten wir ein paar Kleinigkeiten reparieren am Auto, aber nichts Dramatisches. Und dann ja 9,6, 9,3, 9,0 und dann die 8,8 zum Schluss. Also wirklich im allerletzten Lauf hat es dann noch geklappt. Ja, und eine 8,8 ist halt auch schon, eine 8 muss man gerade auf der Strecke auch immer erstmal fahren. Ja. Ist ja Viertelmeile, ist halt auch schon in den Bereichen dann ein bisschen abhängig davon, wie gut die Strecke ist in Sachen Grip. Und wie viele Autos waren vor Ort, die 8 Sekunden gefahren sind? Es waren insgesamt, glaube ich, 3 Autos, die nachgefahren sind. Ja.
Und wobei man dazu halt aber sagen muss, dass diese Autos auch in der Vergangenheit schon Achterzeiten gefahren sind. Klar. Ja. So. War eine Überraschung für uns auf jeden Fall. Jetzt habt ihr erstmal die Basics, jetzt geht's zur Technik. R32-Motor, ich vermute, ist jetzt ein R30? Genau, ist Grundmotor R32 mit VR-Kurbelwelle. Mhm. Das heißt, man nimmt dem Motor ein bisschen Hub weg durch eine andere Kurbelwelle und landet bei 3 Liter Hubraum und kann den dementsprechend höher drehen. Ja, nicht nur höher, also höher drehen würde ich gar nicht mal grundsätzlich sagen. Du kannst einen R32 eigentlich ähnlich hoch drehen, aber er ist halt deutlich drehfreudiger dadurch. Mhm. Okay. Er dreht halt schneller hoch. Und es gibt ja auch viele Spekulationen darüber, dass der Motor als R30 einfach besser halten soll. Was so im mittleren Bereichen, es soll so eine Kräfteverteilung geben, dass du im mittleren Bereich mit dem R32-Motor so viel mehr Drehmoment hast, durch den Mehrhub, dass einfach die Kurbelwelle zur Seite so raus will und der Block anfängt zu reißen. Das kann ich nicht, also das klingt auf jeden Fall logisch, ich kann es so nicht bestätigen. Wir haben halt vorher, also ursprünglich war es ja ein R32, ganz am Anfang, den haben wir dann kaputt gemacht auf dem Prüfstand. Dann haben wir einen R30 eingebaut und den haben wir auch wieder kaputt gemacht auf dem Prüfstand. Also wir haben jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass das irgendwie einen Unterschied gemacht hat, aber... Finde ich aber auf jeden Fall schon mal extrem cool, dass ihr da so offen drüber redet. Machen nicht viele in der Szene, ne? So, und ich bin immer der festen Überzeugung, es gehört einfach mit dazu, auch mal was kaputt zu machen, weil nur aus Fehlern lernt man halt einfach, ne? Ja, vor allem, man muss dazu halt auch sagen, wir sind ein junges Team, was sich damit noch gar nicht so großartig... Gut, natürlich haben wir uns viel damit jetzt auseinandergesetzt in der letzten Zeit und auch viel Erfahrung gewonnen. Aber wir haben nicht diese jahrelange Erfahrung, die andere Leute vorweisen. Und es ist absolut nicht verwerflich, dass sowas kaputt geht. Wir reden hier davon, dass ein Motor, der eigentlich für 250 PS gebaut wurde, mit 1200 PS betrieben wird, wenn da nichts kaputt geht, dann wie, ist, glaube ich, normal. Wie war so das erste Gefühl, als das erste Mal da an der Ampel stand ist? Heftig. Also ich muss sagen, ich bin ja vorher schon zweimal gefahren, aber ohne Start oder so. Einfach nur mal auf dem Flugplatz, einfach nur mal zu gucken, wie das Auto sich überhaupt verhält. Und als ich dann da an der Late Night an der Ampel stand, da sind mir schon ganz schön die Muffen gegangen. Ich war tatsächlich auch ganz froh darüber, dass da keine Zuschauer waren, weil sonst da wäre, glaube ich, alles schief gelaufen. Jetzt keine Zuschauer ist jetzt auch ein bisschen in dem Moment gerade untertrieben. Es waren ja trotzdem 300 Leute, 500 Leute. Gut, aber es ist nochmal was anderes, wenn da nachher irgendwie 10.000 Leute oben auf der Tribüne rumsitzen weißt, und dir zugucken, wie du da vorne stehst. Also, wobei man auch sagen muss, man kriegt das ganz schnell, ich habe das innerhalb der ersten zwei, drei Läufe hingekriegt, du konzentrierst dich wirklich nur noch aufs Auto. Du blendest alles aus, du musst du auch. So, und dann blendest du einfach alles aus und dann geht das eigentlich. Das ist auch so ein Punkt, den wir bei Marius Golf gemerkt haben, der Unterschied dann auch zwischen einem Straßenauto und einem reinen Rennauto ist. Das Straßenauto, da kannst du dich am Abend vorher einfach nochmal reinsetzen, kannst ein paar Tests machen, weißt ganz genau wie, wo, was. Ne? Ja. Bei einem Rennauto hast du halt immer nur genau diese Läufe und musst halt einfach vor allen testen halt. Ne? Richtig, das ist auch echt problematisch. Also das mal eben kurz nochmal was geändert und wir haben halt, eigentlich sind wir mit der Einstellung zu Late Night gegangen, dass das Auto noch gar nicht fertig war. Ja. Also wir wollten erstmal noch weiter testen, haben dann aber relativ schnell bemerkt, dass das Auto wirklich gut lief. Ja. Und ja, warum soll man es dann nicht probieren? Ne? So, Leistung? 1193 PS. Und also schon saftig. 1100 irgendwas Newtonmeter. Ich sehe hier jede Menge Titan. Ja, so ein bisschen. So ein paar Schrauben, Auspuff, Wastegate, Ansaugung. Ja, wir haben ein bisschen was in Titan gemacht. Jegliche Schweißarbeit macht ihr selber? Ja. Mhm. Aber muss man dazu auch sagen, Stück für Stück. Also wir haben anfangs einiges machen lassen, aber mittlerweile machen wir das alles selber. Ich habe mich da so ein bisschen reingefuchst. Mhm. Ich bin halt auch kein gelernter Schweißer oder so. Ich habe mir das alles selber beigebracht, deswegen entschuldigt die ein oder andere Naht. Ist vielleicht nicht ganz so hübsch geworden. Das klingt alles immer noch relativ bescheiden, aber je weiter wir in das Video kommen, seht ihr, dass eben an diesem Auto doch ein bisschen mehr umgebaut ist, als einfach nur ein Turbolader reingesteckt. Aber okay. Turbolader ist? Das ist ein DOX 42 von Don Octane. Ist ein modifizierter, umgebauter Hybridlader aus GTX 42, 45, 47, alles so ein bisschen und damit rein. Also wie genau das gemacht ist, weiß ich auch nicht. Auf alle Fälle ist der Lader top. Bis wie viel PS ist der so ausgelegt? Also angeblich soll der 1400 können. So, jetzt kommt nämlich das Krasse. 1200 PS. Ihr seid alleine auf der Late Night, sage ich, Minimum 7 bis 10 Läufe gefahren? Das waren eigentlich ziemlich genau 8. 8, okay, war gar nicht so schlecht getippt. Dann weiß ich ja, waren wir davor auf Testtag. Dann ist der ganze Tag hoch und runter gefahren. Ja. Das waren auf jeden Fall auch einige Läufe. Doch, ne? Ja, so, dann Prüfstand und so weiter. Und die Jungs fahren das immer mit voller Leistung. Das heißt, hier gibt es nicht so, wir fahren mal jetzt mal mit 800 PS, dann mit 900 oder mal mit 1000, sondern nee, da ist immer
zu nah drin, immer gib ihm. Ja, gezwungenermaßen. Wir sind halt noch nicht so weit. Also. So, ja, aber das muss man auch einfach dann mal respektieren, weil viele fahren zwar auch viel, aber die fahren die ganze Zeit mit weniger Leistung. Ja. So, ne? Und wenn man halt immer voll fährt, jedes Mal voll durchzieht die Gänge und so weiter, muss das schon erstmal so funktionieren. Was hatte da sonst noch so an Problemen? Ich sehe hier jetzt auch einen riesen Wagner Competition Ladekühler drin. Also wir hatten ursprünglich Probleme mit dem Getriebe, auf jeden Fall. Mhm. Also wir haben, ich glaube, in der ganzen Zeit jetzt 3 Getriebe weggehauen. Mhm. Dann ist ja das Quive-Getriebe reingekommen. Mhm. Sieht man das von oben so ein bisschen? Ja, ja, doch, auf jeden Fall. So, das Getriebe also ist nämlich eigentlich so das absolute Leckerbissen an dem Fahrzeug. Quave, zwar auch, ich nenne es jetzt, sage jetzt mal vorsichtig, saftig, teuer, aber kann halt auch was, ne? Ja, also dazu muss man halt sagen, so, ja gut, natürlich, wenn man jetzt eine Summe nennt, dann ist das erstmal teuer. Mhm. So, aber du weißt ja selber, wie oft so ein Getriebe kaputt geht. Ja. Gerade bei diesen Dockgetrieben, da, wenn du Pech hast, sprengst du auf jeden Fall ein Getriebe. Und wenn man das vorsichtig mal hochrechnet, dann bist du ganz schnell innerhalb von einem halben Jahr hast du die Kosten wieder durch. Plus die Zuverlässigkeit kommt dann auch hinzu. Genau. Ne? Also gut, wir haben es jetzt natürlich noch nicht so ausgiebig testen können, aber es gibt ja schon andere Leute, die das sehr, sehr erfolgreich fahren, das Getriebe. Und ich habe noch nicht gehört, dass so ein Getriebe irgendwas bisher kaputt gegangen ist. Nochmal kurz zum Getriebe. An sich ist an diesem Getriebe nichts mehr original. Ne? Das ist eine eigene Glocke. Das ist ein eigenes Gehäuse. Die Glocke ist original tatsächlich. Die Glocke ist original und das Gehäuse wird quasi an die Originalglocke angeflanscht. Ah, okay. Das macht es aber auch wieder praktisch, weil das heißt, es passt auch genau für den 6. Genau, das ist 1:1, passt wunderbar. So, und jetzt ist nämlich das Coole an dem Getriebe, das ist ein 5-Gang. Ja. Dockgetriebe, das heißt Klauen geschaltet, aber nicht so wie das viele kennen, wie ich es in der Limo hatte, wie original H geschaltet. Auch nicht mit dem Shifter dazwischen, sondern der sogenannte Shifter ist hier drin. Das heißt, da ist eine Schaltwalze wie beim Motorrad drin und man kann wirklich nur 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Rückwärtsgang schalten. Genau. Also es gibt dieses Verschalten nicht mehr, dass zwei Gänge gleichzeitig rangehen, oder wie auch immer. Diese Walze dreht sich immer, immer weiter und legt halt den passenden Gang ein. Ne? Ja. So, und jetzt ist das Krasse bei euch, das Ganze wird geschaltet über Pedals am Lenkrad. Und diese Pedals werden mit einem dezenten Kompressor versorgt, beziehungsweise nicht die Pedals, sondern die Schaltmechanismus. Der Schaltmechanismus ist über Druckluft. Wie viele Bar sind da drauf? Ich bin der Meinung, der macht um die 10 Bar. So, das heißt, im Beifahrerfußraum ist ein Kompressor mit einem Tank und die einzelnen Gänge werden wirklich mit Druckluft da reingefeuert. Ne? Ja, also das ist halt wirklich, das System ist von Geartronics und das kommt wirklich aus dem Motorsportbereich, ne, aus dem Rallye-Bereich. Ach, okay, das heißt, Schaltung und Getriebe sind zwei verschiedene Hersteller? Ja, mehr oder weniger. Also ich stecke da auch nicht so ganz tief drin, aber Geartronics baut wohl viele Sachen für Quive und andersrum auch. Also ist wohl eine Kooperation von den beiden, deswegen passt das auch so gut zusammen. Aber ja, Quive und Geartronics, beides aus England kommt der Kram. So, dann geht es jetzt weiter, wo wir gerade beim Thema Elektronik sind. Ich sehe, ihr habt das große Paket von Emu drin. Ja, wir haben tatsächlich alles drin, was es so gibt von, na gut, fast alles. Über Display, Steuergerät nehme ich an, eine Emu Black, ne? Genau, Steuergerät haben wir eine Emu Black drin. Wir haben die große ADU drin als Tacho. Mhm. Wir haben dann die Canon Switchboards für Motorstart und so weiter, Beleuchtung, wo aber noch einiges wieder rausfliegt, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist nämlich alles eigentlich noch für die Straßenversion ursprünglich mal gedacht. Dann haben wir 2 PMUs drin, also quasi frei programmierbare Bordnetzsteuergeräte. Das heißt, ihr habt gar keinen Sicherungskasten mehr, gar keine Zentralelektrik? In dem Auto ist kein originales Kabel mehr. Also nichts mehr, was da original mal drin war an Kabeln, ist da noch drin. So, das heißt, alles, was sonst so eine Zentralelektrik übernimmt, mit Sicherung, Relais und so weiter, das ist jetzt alles über diese Knöpfe in die PMU rein. Richtig, genau. Und dann haben wir halt da unten, was da rum hängt, was du da siehst, das ist halt noch das Steuergerät für das Paddle-Shift-System, also für die Pneumatik. Mhm. Ist auch mit der EMU vernetzt. Mhm. Also zum Beispiel hier unsere Ganganzeige, ne? Die kommt direkt über das Steuergerät. Ja, ja. Die Zündunterbrechung kommt direkt über das Geartronics-Steuergerät. Mhm. Dann sehe ich auch schon wieder ein paar. Daniel, der Besitzer von dem Auto, der liebt ja Carbonteile. Der hat auch ein RS4, wo zufälligerweise jegliche Carbonteile von Balticarbon noch dran sind. Richtig, genau. Da kommen wir später nochmal drauf zu. Hier das eine oder andere Teil, wie die Türen halt auch schon dran. Ne? Ja. Was wiegt das Auto, so wie es hier steht? Also wir haben ihn jetzt letzte Woche gewogen, 1100 Kilo glatt. Ziemlich genau 1100 Kilo, mit mir natürlich dann ein bisschen mehr. Mhm. Das will ich jetzt nicht genau erörtern, aber ja, 1100 Kilo ist tatsächlich relativ schwer. Ja. Wobei für das, was wir gemacht haben, auch wiederum relativ leicht. Also ich wollte gerade sagen, wir sind sehr überrascht gewesen. Ich hätte das Auto tatsächlich auf 1200 geschätzt. Mhm.
dass wir dann wirklich darunter kommen. Also wichtig war es mir nur, dass wir 1 PS pro Kilo haben. Und das haben wir geschafft. Weil jetzt muss man dazu sagen, ihr habt auch den ab hier den ganzen Unterboden rausgenommen. Genau. Und habt hier komplett aus Vierkantrohren einen eigenen Rahmen runtergesetzt. Richtig. Das war damals, weil du die Kardanwelle anders positionieren wolltest, die Hinterachse? Ja, das Problem ist halt einmal die Kardanwellenposition. Das ist, finde ich, beim originalen Golf 2, das lässt sich nicht so schön lösen. Mhm. Und mir war es halt wichtig, da eine vernünftige, sichere Sitzposition in dem Auto hinzukriegen. Und wenn du den originalen Unterboden drin hast, dann hast du ja die Sitzkonsolen, diese Adapter-Dinger da drunter und so weiter. Und dann hast du da Konsole auf Konsole und dann kommt der Sitz. Ja, ja. Und das klappert alles und wackelt alles. Und das ist bei so einem Auto, finde ich, einfach nicht, das muss sicher sein. Mhm. Das war das A und O. Deswegen haben wir das halt einmal alles ein bisschen umkonstruiert. Dann ist der Tiefpunkt dadurch natürlich auch noch, der Schwerpunkt noch ein bisschen tiefer gekommen. Ja. Und wir haben jetzt sozusagen den unteren Käfig, also den ich da selber eingeschweißt habe, der ist komplett mit dem Käfig komplett verschraubt. Also wir haben quasi eine Zelle in dem Auto. Das heißt, eigentlich ist nur der Innen- und Außenschweller stehen geblieben. Genau. Und vorne komplett Spritzwand. Ja. Und selbst hinten, das ist ja auch schon GFK alles. Genau, hinten ist, kann man aufmachen. Eine wichtige Sache, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, die Optik. Was für ein Breitbau-Kit ist das? Das ist ein Rocket Bunny Pandem Body Kit aus Japan, kommen die, glaube ich, ursprünglich. Mhm, Pandem Kit, okay. Genau. Sieht man ja auf der Viertelmeile speziell auch eher selten, ne? Muss man tatsächlich dazu sagen, ist auch eigentlich eine Notlösung gewesen. Also wir haben halt das Problem gehabt, dass das mit den Felgen und der Bremse, die wir drin haben, wir haben eine Tarox 6 drin, also eine 6-Korn Tarox Bremse, für eine 15 Zoll Felge, also quasi eine richtige Dragster Bremse da drin. Einfach, dass man halt das Auto auch bremsen kann ohne Schirm. Mhm. Und das hätte mit den Felgen in Kombination einfach nicht gepasst. Deswegen mussten wir da vorne ein bisschen breiter und mussten wir uns was einfallen lassen. Und da ist das, so aus der Not ist das entstanden. Und jetzt im Nachhinein finden wir das eigentlich ziemlich cool. Also es gefällt uns optisch echt gut. Ist halt auch mal komplett was anderes, ne? Ja. So gegenüber den Autos, die man sonst sieht. Vielleicht bremst das auch ein bisschen, aber ne, weiß ich noch nicht. So, hier sieht man auf jeden Fall Zelle direkt bis zum Fallschirm abgestützt. Genau. Dome noch original, alles. Richtig. Aber sonst alles, das ist auch alles hier GFK schon. Genau. Die Wanne ist aus GFK, hinten der ganze Unterbau ist quasi auch ein Rahmen eingeschweißt, wo dann der Catchstang dran aufgehängt ist. Wir haben, das ist einfach nur der Hilfsrahmen für den Schirm, wie du schon gerade gesagt hast, damit uns das auch nicht auseinanderfällt, wenn wir ihn immer benutzen. Ansonsten Domstrebe fest eingeschweißt. Ja, und hier unter sind halt auch jetzt nicht sichtbar. Für die Hinterachse ist hier noch eine Strebe komplett reingekommen. Wir haben das Diff ja nochmal komplett umgebaut, höher gesetzt, andere Antriebswellen rein und so weiter und so weiter. Kann man gleich mal so ein bisschen drunter gucken, dann siehst du das auch. Ja, das ist alles so auf meinem Mist gewachsen. Aber scheinbar funktioniert es ganz gut. Also doch schon ein bisschen Gehirnschmalz so über die Monate hier reingegangen. Da ist ganz viel Gehirnschmalz reingegangen. Jetzt sehen wir hier einmal Haupttank. Einer von beiden nehme ich an. Richtig. Und dann der andere Tank, wofür ist der? Wir haben einmal Methanol. Das ist quasi der größere Tank. Ist ein unglücklicher Zustand gewesen, weil wir vorhin den Originaltank drin hatten. Deswegen hatten wir, ist dann halt später noch ein kleinerer dazu gekommen. Methanol und hier haben wir unseren Hauptsprit drin. Das sind 30 Liter, das sind 20 Liter. Ich sag mal, wir sind jetzt bei der Late Night, ich glaube, 7 Rennen gefahren und mussten dann einmal nachtanken. Also das ist, damit kommt man schon gut weit. Theoretisch könnte man das auch noch gewichtsoptimieren. Okay, und welchen Sprit fahrt ihr normalerweise? Hier haben wir Q16 Ethanol. Mischung als Hauptsprit und halt Methanol. Methanol wird dann zusätzlich nochmal eingespritzt. Genau. Aber pur. Ja. Sportlich. Also nichts mit Wasser. Sportlich, okay. Wenn es brennt, dann richtig. Krass. Also zwei komplette Kreisläufe, einmal zum Fahren und wenn voll hast, kommt das Methanol dann noch dazu. Genau, richtig. Okay. Ja, so viel zum Auto. Ich würde vorschlagen, wir setzen uns mal rein, weil ich möchte das auf jeden Fall mal spüren. Heißt jetzt nicht, dass ich hier über das Messegelände braten will, aber ich will das unbedingt mal so mit diesem Pedal-Shift und wie so ein Auto fährt, wo die Hälfte rausgeschnitten ist und mit dem Rahmen wieder ersetzt wurde. Das wird auf jeden Fall lauter. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt einmal testen. Oh, okay. Wir haben Platz genommen. Sitzposition ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Ja, das ist halt auf meine Körpergröße angepasst. So, also ich finde, ich sitze relativ gerade, ne? Ja. Also ich sitze sonst immer so ein bisschen schräger. Und klar, das ist halt so diese typische Golf 2-Position, wo das Lenkrad dann doch relativ steil so rauskommt. Ist aber auch mit Absicht so gemacht. Also ich wollte das Lenkrad schön steil nach oben haben, dass wenn wirklich mal was passiert, du halt nicht mit dem Brustkorb einschlägst. Das ist ja immer ganz wichtig. Ja, ja.
Und die Sitzposition ist halt so gemacht, dass du möglichst sicher und komfortabel jetzt nicht unbedingt, aber dass du halt möglichst sicher sitzt. Okay, hier, Carbondach. Genau, auch gerade. Carbondach ist drin. Was auf jeden Fall gut ist, dass genug Platz so zum Kopf ist. Ne? Viele bauen ja auch die Zelle immer so ganz eng am Kopf. Ist ja auch immer so kritisch. Jetzt fällt mir gerade ein, das habe ich eben gerade gesagt, ich bin ja das Auto schon mal gefahren. Genau. Ich bin ja, das war sogar letztes Jahr schon. Ja, das war letztes Jahr auch beim TDT auf Lausitzring. Genau. Ne? Da war ich, aber da war das, nee, da war noch so, ne? Da war noch mit Schiff. Da war das alte Getriebe drin. Genau. Okay, so, was muss ich tun? Wir machen einfach mal Zündung an. Erstmal die Zündung an. So, normalerweise würde jetzt der Kompressor pumpen, aber der hat schon den Druck aufgebaut. Mhm. Starten tust du hier über den Startknopf, musst du aber gedrückt halten, bis er anspringt. Mhm. Ja. Erstmal zum Getriebe generell. Ich vermute, wenn ihr auf dem Race das Ding fahrt, dann schaltest du ohne Kupplung hoch, einfach nur Hebel ziehen, bam, nächste Gang und richtig, weiter. Genau, mit Zündunterbrechung. Das ist aber erst ab einer gewissen Drehzahl aktiviert. Also wenn wir jetzt ganz gemütlich hier ein bisschen rumeiern, musst du kuppeln. Okay. So, und beim Runterschalten immer kuppeln. Du musst theoretisch beim Runterschalten nicht kuppeln, aber ich kuppel immer beim Runterschalten, mhm, weil da habe ich Zeit genug. Und das Getriebe macht jetzt genau das, was diese beiden Pedals hier sagen. Das heißt, wenn ich falsch gegenkomme und so weiter... Na, wenn du jetzt bei, keine Ahnung, 200 km/h links ziehst, dann ist das Getriebe, dann ist der Motor wahrscheinlich dann im Arsch. Dann schaltet auch definitiv ein Gang runter. Dann schaltet auch runter. Okay, und genau deswegen werden wir jetzt auch noch ganz langsam. Weil das muss ja nicht mehr sein. Genau. Okay, so. Sag ich mal.
warm werden, was ja immer schon mal gut ist. Guck mal, wir haben selbst jetzt erst 64 Grad, ne? Ja. Ja, wir haben auch zusätzlich noch die Lüfter angeschneuert, immer die Info, also wir können die Lüfter mal schnell schalten. Für den Öl und für den Wasserkühler, aber grundsätzlich, also der kommt eigentlich relativ gut auf Temperatur, wenn er steht. Wenn du fährst natürlich, wir haben es heute auch nicht gerade so extrem warm. Bei der Lane, da war es halt wirklich ziemlich warm und da ging es schon relativ schnell hoch mit der Temperatur. Danke fürs Fahren. Ja, gerne. Natürlich richtig. Kann ich vollkommen verstehen, dass das süchtig macht, hier so an dem Hebel zu ziehen. Ne? Auf jeden Fall. Ist definitiv zu krass, dass man sowas jetzt hier ausreizt, kaputt spielt, wie auch immer. Ne? Mich reizt viel mehr. Wir fahren jetzt zu Paul, Materialmord nach Schneverding. Genau. Und spannen das Ding mal einmal auf den Prüfstand. Das ist ein besonderer Prüfstand. Der geht direkt an die Radnaben. Das heißt, Es gibt keinen Schlupf. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ding so auf den Prüfstand schlägt. Ne? Ja, mal gucken, mit was wir bei Late Night gefahren sind. Auf jeden Fall geiles Auto, bockt, läuft schön. Dankeschön. Coole Kiste. Sehr gut.
So, das waren jetzt gerade ein paar Messungen bei Paul in Schneverding, Materialmod Racing. Ich zeige euch noch mal einmal kurz den Prüfstand, obwohl wir es schon ein paar Mal erklärt haben. Das Auto hängt jetzt wirklich mit der Radnabe auf der Radnabe von dem Prüfstand. Das heißt, das Ganze ist wirklich verbunden und jegliche Kraft, die wirklich aus dem Getriebe rauskommt, geht 1:1 in den Prüfstand. So, das heißt, hier kann nichts durchdrehen. Das ist, ich sage es mal, die nackte Wahrheit. Und genau das war auch jetzt gerade das Problem. Ja. Wir haben 3-4 Läufe gebraucht, bis die Kupplung überhaupt mal so ein bisschen gepackt hat. Das heißt, anfangs ist sie einfach nur durchgerutscht. Die wird definitiv durch eure zarten Allradstarts in den letzten Wochen wahrscheinlich schon mittlerweile ein bisschen verschlissen sein. Ja, wir haben die ja schon ein bisschen vorbelastet, die gute Kupplung. Die hat schon ein paar Meter hinter dir. Gut, auf der Leitner ging es noch, da war die Traktion ja auch nicht so extrem gut. Aber jetzt hier auf dem Prüfstand, wo man überhaupt keinen Schlupf hat, da sieht man dann doch, dass die ein bisschen gelitten hat. Das sagte Paul auch gerade, man denkt zwar immer, ein Auto dreht nicht durch, aber wahrscheinlich dreht es selbst im vierten und fünften noch durch ein bisschen. Ja, und hier kann halt nichts durchdrehen und zack, rutscht so eine Kupplung. So, trotzdem sind es aber, Gratulation dazu, 1069 PS gebracht. Dankeschön, ja. Die wirklich echt an der Radnabe. So, und das, obwohl laut Prüfstand hat Paul 8,2 gedreht, bei 8200 das Maximum. Wir konnten gerade im Log sehen, dass er allerdings bei ungefähr 8,7 vom Gas gegangen ist. Mhm. Das heißt, eigentlich fehlen ja noch 500 Umdrehungen. Das heißt, selbst der Lauf hatte definitiv noch Schlupf in der Kupplung. Ja. Das heißt, ich denke mal, man kann eher davon ausgehen, dass es tatsächlich noch mal 50, 80 PS mehr an der Radnabe sind. Ja, also wir sind so ausgegangen von 1000 zu 1100 PS Radleistung, hatten wir geschätzt. Ja. Und damit sind wir auch mega zufrieden. Also ja, ja. Selbst wenn das vielleicht jetzt noch nicht so extrem viel ist für ein Auto in der Klasse, ist das Auto damit trotzdem ziemlich schnell. Und es ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Wir schonen den Motor definitiv noch. Da geht noch was. Standfest, muss man einfach auch dazu sagen. Ist jetzt nicht so, dass ihr jedes Wochenende das Ding rein und raus reißt, ne? Ja, gut. Noch nicht, aber du weißt ja selber. Das Nein, aber man muss wirklich ehrlich sagen, ihr habt das schon einige Läufe hinter euch, ohne da ansatzweise irgendwas zu checken, ne? Doch. Deswegen. Was wäre der nächste Schritt? Also müsste man dann zum Beispiel die Kupplung verstärken oder die gleiche einfach nur neu reinbauen? Die Überlegung wäre jetzt, ob man wirklich sagt, dass man da eine stärkere Kupplung einbaut. Das Problem ist einfach, auf den Strecken, wo wir bisher gefahren sind und wo wir getestet haben, mag das alles noch funktionieren. Aber dadurch, dass das Auto jetzt relativ schnell geworden ist, wollen wir natürlich auch mal auf so Strecken wie Santa Pod fahren. Und auf Santa Pod, das hat der Paul gerade auch schon ganz nett gesagt, auf Santa Pod wird das Auto einfach stehen bleiben. Ja. So, weil da hast du so viel Grip und wenn du da wirklich die Traktion hast, dann wird das Auto einfach nicht nach vorne fahren, dann wird die Kupplung sofort durchrutschen. Weil dann hast du annähernd vergleichbare Last, wie die jetzt hier auf dem Prüfstand. Ja. Und das macht ja auch keinen Sinn. Und das wir wollen ja auch nicht jetzt zu so einem Event fahren und dann scheitert es an der Kupplung. Das ist ja ärgerlich. Aktuell reden wir von einer 2-Scheiben-Kupplung. Die kann man natürlich upgraden auf eine 3-Scheiben. Ja. Das heißt, da gibt es ein paar Möglichkeiten. Und so wie ich Daniel kenne, wird er die heute noch bestellen wahrscheinlich. Müssen wir mal gucken, was wir uns da einfallen lassen. Aber da kommt auf jeden Fall da nochmal irgendwie ein bisschen was Stärkeres rein. Definitiv. An alle, die sich fragen, warum konnten wir das Auto gerade auf dem Prüfstand nur an der Vorderachse messen? Das ist relativ einfach. 4Motion hat einfach nur eine Haldex-Kupplung. Das heißt, man kann die Hinterachse einfach entkoppeln und einfach 100% Last auf die Vorderachse geben und schon kann man das Auto hier messen. Ne? Ja. Ja, ich würde sagen, ist doch schon wieder ein bisschen mehr geworden. Dann habe ich noch eine Frage. Okay, frag mal. Wenn wir jetzt im Allradmodus fahren, würde die Kupplung nicht so rutschen wie jetzt? Also hätten wir jetzt dieses System als Allrad zum Beispiel? Nee, würde genauso rutschen. Okay. Das wäre egal. Okay. Das ist ganz egal. Dann habe ich keine Fragen. Okay, ja, dann trotzdem vielen Dank für die Einblicke. Wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, weil wir sehen uns hier bestimmt nochmal wieder mit einer frischen neuen Kupplung. Das denke ich auch. Im Zweifelsfall dann auch, wenn ein bisschen aufgedreht wird, weil Reserve hat der Toro garantiert noch. Ah, da muss. Also wir sind jetzt nur so als kleine Eckdaten, wir hatten gerade 2,2 Bar Ladung. Hast du ja selber gesehen. Ich denke auch, da ist noch Potenzial. Da geht noch was, auf jeden Fall. So, und wir gehen jetzt einmal einen Raum weiter und gucken mal, was der Paul eigentlich so an seinem GTR noch so treibt.